Hey Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute mal wieder einen Saful-Haul für euch, denn Saful kam netterweise auf mich zu und ich durfte mir wieder Sachen auf deren Seite aussuchen. Und ich freue mich wahnsinnig darüber, denn die Sachen sind so, so cool. Und die geben mir einfach solche Main-Character-Vibes. Wenn du weißt, was ich meine, einfach dieses sich wohlfühlen im Körper und einfach Selbstbewusstsein, sich irgendwie einfach gut fühlen, einfach so Main-Character eben. Deshalb werde ich euch jetzt erstmal alle Sachen zeigen und let's go. Falls euch irgendwelche Sachen davon interessieren, ich verlinke alles in der Infobox und benutzt auch gerne den Code Annika18 für einen Discount. Und dann, jetzt geht's auch weiter. Die erste Sache, die ich euch zeigen möchte, ist ein Rock. Und zwar dieser hier. Ich kann es echt ein bisschen schlecht hier so zeigen, aber so geht's eigentlich. Und zwar ist es so ein Wickelrock. Und ich kann es dann einfach zusammenschnüren. Und ich finde es ganz schön, das überschlägt sich dann so. Und dann kann man das auch noch irgendwie beliebig irgendwie stylen oder sowas. Ich habe dann zum Beispiel die Bände so ein bisschen höher gemacht an der Taille. Dann betont es die noch so ein bisschen. Und ich mag mega, mega gern den Stoff. Also so richtig weicher, sanfter Stoff. So ein bisschen so flatterig, wenn ihr wisst, was ich meine. Also im Laufen, dann schwingt er so ein bisschen mit. Allgemein so einen dunklen Braun habe ich noch gesucht, deswegen hat das gerade sehr, sehr gut gepasst. Den könnte man jetzt zum Beispiel noch stylen mit einem braunen Oberteil oder einem weißen Oberteil. Aber was ich auch noch sehr gern habe, ist dieses hier. Und ich weiß nicht, ob ich es mir bekommen habe, aber diese Wickeloberteile sind so, so cool. Und irgendwie haben die auch gerade ziemlich viele und allgemein, ich feiere die einfach voll. Und das hier habe ich mir zum Beispiel bestellt in so einer beigen Farbe. Das hat auch wieder so einen richtig angenehmen Stoff. Das, was mich an diesem Oberteil aber mega verwirrt hat, war die Technik, sag ich mal. Also das sieht so aus, man denkt so, okay, wickelt es halt mal hier einmal drum und da einmal drum. Aber irgendwie habe ich da ewig gebraucht, bis ich geblickt habe, wie man es wickeln muss. Im Endeffekt habe ich es dann irgendwie gemacht. Beziehungsweise meine Schwester muss mir helfen, weil ich habe es nicht gerafft. Aber der Stoff ist richtig schön dick auch, also man kann auch nicht durchschauen oder sowas. Und allgemein, ich mag irgendwie diesen schicken Style einfach komplett. Deswegen habe ich mir das hier ausgesucht und auch noch ein paar andere Oberteile, die so ein bisschen ähnlich sind wie das hier. Ich kann mir das auch richtig gut zu so einer schönen langen Hose vorstellen oder sowas. Der Sommer war jetzt zwar nicht so unfassbar warm, aber man kann ja auch noch eine Jacke drüber ziehen, dann macht sich das eigentlich ganz gut in einem Outfit. I like it. Machen wir weiter mit einem ähnlichen Oberteil, aber nicht ganz gleichen. Also ich muss sagen, ich war jetzt mega verwirrt, so okay, was ist das? Ist original nur ein Tuch. Ich dachte mir so ein bisschen, okay, warum habe ich das bestellt? Aber kann man praktisch dann auch wieder so wickeln. Also man macht das praktisch über den Kopf und dann macht man es hier so über Kreuz, praktisch über den Körper. Also ihr seht es auch eingeblendet. Und ich finde es ganz cool, dass es hat so zwei verschiedene Seiten mit Stoff. Also kannst du entweder so eine schimmerige Seite auswählen oder eher so eine mattere Seite. Also man könnte es echt auf beiden Seiten eigentlich tragen. Ich finde die Idee eigentlich ganz cool, dass man eigentlich mit jedem Stoff so sich sein Oberteil wickeln kann. Vor allem in Schwarz kannst du halt auch zu allem kombinieren. Deswegen dachte ich mir, okay, perfekt. Und ich wiederhole es einfach jetzt nochmal, aber ich finde, die Sachen geben solche Main-Character-Vibes. Ich weiß nicht warum, aber das war mein erster Gedanke, als ich es geöffnet habe. Alles, in dem man sich irgendwie wohlfühlt oder irgendwie selbstlust fühlt, kann so ein Look sein. Das ist einfach jetzt nur mein persönlicher Look, aber ich fühle es einfach. Ich fühle es einfach komplett. Machen wir weiter mit einem anderen Unterteil. Und zwar habe ich hier so einen grünen Rock mir ausgesucht. Bei dem bin ich mir nicht so ganz so sicher, ob ich den so sehr mag. Also irgendwie finde ich den Stoff cool und gleichzeitig finde ich ihn ein bisschen weird. Denn der glitzert irgendwie. Ich weiß nicht, ob das Glitzer ist, aber er schimmert auf jeden Fall sehr stark und hat so eine, sag ich mal, eher raue Oberfläche einfach. Also schon weicher Stoff, aber hat ein bisschen mehr Struktur einfach, der Rock. Den Schnitt finde ich allerdings mega geil. Also es hat an der Seite ja noch so ein Cutout. Und sitzt auch echt super in der Taille. Ich kann euch die Größen ja auch alle immer schön einblenden, dann seht ihr, was ich genommen habe. Ist ein bisschen komisch, also man darf sich nicht irritieren lassen. Die Größen sind auf Saful echt anders oder halt sehr verschieden. Du hast an manchen vielleicht XS und am anderen hast du L. Also es ist wirklich, es kann so variieren, je nach Teil. Deswegen schau dir auf jeden Fall immer die Maße an und vergleich sie mit dem, was du hast, so damit du auf jeden Fall die richtige Größe kaufst. Und der ist auch so ein bisschen durchsichtig im Licht. Man sieht auf jeden Fall nicht die Unterwäsche oder so durch, aber wenn du jetzt das als Rock trägst, kannst du praktisch, wenn du im Licht stehst, vielleicht durchsehen, wo so die Beine sind. Also weißt du, was ich meine? Aber es geht auf jeden Fall. Dann machen wir auch gerade weiter mit dem braunen Oberteil. Ist auch schwierig gerade hochzuhalten, aber ihr seht es ja dann in dem Video, das ich drüber lege. Ich finde das mega, mega schön. Das ist auch wieder so ein Wickeloberteil und du kannst praktisch auch hier oben so verstellen, wie du es gerne haben möchtest. Und dann eben so um den Kopf binden. Und das ist auch so angenehm zu tragen. Allgemein fühle ich mich sehr wohl ohne BH irgendwie in Klamotten. Und deshalb finde ich solche Oberteile mega schön, weil die sind auch ein bisschen, meistens ein bisschen enger und halten das alles so ein bisschen an Ort und Stelle. Es ist auch wieder so rückenfrei, allgemein wie alle Wickeloberteile eigentlich. Und ja, zeigt relativ viel Haut. Man muss sich darin natürlich wohlfühlen. Ich persönlich liebe solche Sachen, aber da gibt es auf der Webseite gibt's noch richtig, richtig, richtig viele Oberteile, die ja mehr bedecken, sag ich mal, oder einfach noch andere Styles vertreten. Deswegen schau dir das gerne mal an. Als nächstes machen wir mal weiter mit einem Kleid oder beziehungsweise dem einzigen Kleid aus der Bestellung. Und ich habe mich so krass darin verliebt einfach. Ich muss nur gerade ein bisschen zurechtfinden hier. Und zwar ist es dieses hier. Ich habe mich so krass in die Farbe verliebt, in das Muster verliebt. Einfach
den Vibe davon. Es hat einfach so, keine Ahnung, einfach so Power. Ich weiß auch nicht. Irgendwie in dem Kleid fühle ich mich auch ein bisschen so unbesiegbar. Ist einfach richtig nice. Vor allem, wenn ich es anhabe, ist es einfach so, es rutscht nicht hoch. Wenn du weißt, was ich meine, manche Kleider oder manche Röcke allgemein, die, keine Ahnung, laufen und rutschen so hoch. Oder musst du mal runterziehen, damit es halt nicht zu hoch rutscht. Und das hier irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum, aber es rutscht nicht. Und es hat an der Seite noch so eine coole Raffung einfach. Auch ein sehr süßes Detail. Und das Geilste daran ist eigentlich, dass es wieder rückenfrei ist. Ich feiere rückenfrei. Ich feiere es einfach voll. Und hat noch hinten noch so eine Schnur, so praktisch. Es geht so über den Nacken hoch und dann hinten hat es noch eine Schnur. Der runde Stoff fühlt sich auch richtig gut an. Die Qualität ist mega nice und hat auch genau dem entsprochen, was ich praktisch auf der Webseite gesehen habe. Deswegen auch perfekt. Dann machen wir weiter noch mit einer ganz chilligen Hose. Ich habe noch ganz dringend so eine kurze, ja, Sweatpants gebraucht. Und dann habe ich mir die hier ausgesucht. Ich finde die echt mega cool. Sie ist nur irgendwie viel zu groß. Irgendwie, keine Ahnung, sie ist ein bisschen komisch vom Schnitt her. Aber total bequem und ich meine, ich wollte es ja nur für zu Hause haben, deswegen ist es eigentlich relativ egal. Ich bin überrascht von der Qualität von den Sachen eigentlich, weil die fühlt sich eigentlich relativ dick an. Also die könnte jetzt auch so von Brandy Melville oder von keine Ahnung woher sein. Also die fühlt sich richtig, richtig gut an. Kommentier mal diesen Emoji, wenn du bis hierhin schon geschaut hast. Genau. Kommen wir noch zu dem letzten Oberteil. Nee, nicht mein letzten Oberteil, aber kommen wir noch zum nächsten Oberteil. Das finde ich auch mega schön. Das ist eigentlich sehr, sehr schlicht. Braun, ihr merkt schon, das ist eigentlich relativ meine Lieblingsfarbe irgendwie. Ich trage sehr, sehr viel Braun. Und das kann man hier an der Seite noch an beiden Seiten so raffen praktisch. Und ist auch eher so ein dünnerer Stoff, aber so ganz locker, flatterig, perfekt eigentlich für den Sommer. Schade, dass es nicht so heiß war dieses Jahr. Aber kann man auch echt noch gut kombinieren mit einer Jacke drüber. Allgemein alle Oberteile kann man gut mit der Jacke noch kombinieren und dann kann man das auch noch so tragen im Herbst oder so. Deswegen finde ich das auch sehr, sehr cool. Kommen wir zum letzten Unterteil und zwar dieser langen Hose. Ich finde es so geil. Ich dachte erst, okay, die Hose, das wird wahrscheinlich der größte Fail aus der Bestellung sein. Und im Endeffekt ist es jetzt mein Lieblingsteil, glaube ich sogar. Weil erstmal, sie ist super lang. Also ich bin 1,81 groß und die passt mir. Also die ist lang genug. Die geht bis fast zum Boden runter. Und ich finde es einfach nice, weil die ist ganz, auch wieder so ein dünner, auch wieder so ein flatteriger Stoff. Also sehr ähnlich zu den ganzen Stoffen gerade eigentlich. Und geht unten so ein bisschen auf. Also die ist so ein bisschen weiter ist sie unten dann praktisch. Man kann auch noch mit den Schnüren hier vorne das so zusammenziehen und dann geht die so ein bisschen V-artig nach oben, sodass sie dann ja mehr so eine Hourglass-Figur macht und dann kann man die Schnüre auch noch um den Körper wickeln, was ich ein sehr, sehr cooles Detail finde. Und ich finde auch die Farbe echt ganz cool, denn sie ist so, ja, eine ganz spezielle Farbe, die habe ich so noch nicht und ich finde sie eigentlich echt ganz schön. Vor allem jetzt, wenn es wieder kühler wird oder so, sind lange Hosen natürlich jetzt auch top. So, und das letzte Oberteil ist dann dieses hier und das ist ein ganz simples weißes Neckholder-Top und ich finde, das kann man einfach super kombinieren mit dem weißen Rock, aber auch mit dem braunen Rock, allgemein mit jedem Unterteil, das ich jetzt hier gekauft habe. Und ich habe zwar schon ein paar weiße Tops, so wenn ihr meine anderen Hauls gesehen habt, dann wisst ihr das, denn da waren auch welche dabei, aber ich wollte noch so eins haben, so ein ganz simples, ohne irgendwelche Cutouts oder irgendwas und deshalb finde ich das sehr, sehr schön, ist auch dementsprechend rückenfrei, wenn es ein Neckholder ist. Und ja, mag ich sehr, sehr gerne auf jeden Fall. So Leute, das waren jetzt alle Sachen, die ich gekauft habe. Checkt auf jeden Fall meinen TikTok aus, denn da poste ich gerade sehr, sehr regelmäßig auch neue TikToks und auch zu diesem Haul habe ich einen TikTok gedreht. Deswegen schaut es euch sehr, sehr gerne an. Wenn ihr irgendwelche Videowünsche habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare und beantwortet mir auf jeden Fall noch die Videofrage, so wie jede Woche. Benutzt auf jeden Fall den Code Annika18, wenn ihr euch auch was kaufen wollt und noch Rabatt wollt auf eure Bestellung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da, denn ich poste jeden Sonntag um 14 Uhr ein neues Video. Und dann hoffe ich, wir sehen uns ganz, ganz bald wieder. Und bis dahin. Ciao, ciao.